Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da vor dem Abgrund der Hölle. Oder den Tunnel der Pilze oder was auch immer das ist. Wir sind da gerade mittendrin, überall die Zombies. In irgendeinem Hotelkeller, da sind wir in der letzten Folge runtergefallen und getrennt worden von der Ellie. Ich hoffe, die lebt noch. Das kleine Miststück. Der wäre recht frech. Okay, weiter geht's. Ja, ich habe die Keycard, habe ich jetzt. Von Sullivan, Ed. Okay, die werde ich jetzt checken, das. Ich habe wahrscheinlich den Reaktor aktivieren müssen, damit die Keycard geht. Okay, okay. Wenn ich da vorher aufgekommen war, war ich nicht weitergekommen. Ich muss zu Ellie. Ja, das ist klar. Okay, gehen wir ein wenig Gas da rauf. Schauen wir mal, was kommt. Ich hab mal geglaubt, da kommt jetzt ein Haufen Gedöns, aber das schaut schon wieder relativ menschlich aus, da ist. Puh. Mal schauen, was uns noch erwartet da. Sehr gut. Werkzeugstufe 3 haben wir eh schon freigeschaltet. Das heißt, bei der nächsten Werkbank können wir fett aufrüsten. Aber ich glaube, ich habe alle recht, also recht viel braucht schon. Ich muss mal schauen bei den Pillen. Ah, jetzt können wir schwanken der Waffe endlich. Das nächste wird dann die Gesundheit sein. Mal schauen. Ah, wie ein Gott zu der jetzt. Feinste Ware. Ich glaube, da braucht man nicht schleichen. Obwohl, ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Oh, in der letzten Folge war eine relativ unfaire Stör. Und ich bin nicht einmal gestorben, wo auf einmal 5 Zombies kommen oder so und ein Bloater. Den habe ich meisterhaft besiegt. By the way, Molotovs konnte man wieder bauen, weil da haben wir eine gebraucht. Bauen wir. Verbandsbackel bauen wir auch. Können wir wenigstens wieder Sachen aufsammeln. Okay. Ausgezeichnet! PC schaut auch cool aus. Was ist denn das für Marken? Genks, kenne ich nicht. Sicher unser Pro. Ah, da haben wir schon Werkbank, haben wir gerade vergessen. Okay, was haben wir? Okay, was haben wir? Ja, 169, bist du deppert. Machen wir sich da mal einen Waffenhalter für Pistolen. Das Wechseln ist relativ lässig, würde ich schon sagen. Können wir nichts mehr bauen. Ja, da haben wir einiges. Reichweite, ja. Wie? Was heißt da nah? Ich habe eh 3 Werkzeuge, oder? Habe ich das verloren wieder, oder was? Ma shit, ich glaube, da bin ich ja gestorben, jetzt habe ich das liegen lassen. Ah! Hölle! Verdammte Axt! Ah shit, das ist bitter. Ich habe das dritte Werkzeug schon gehabt, aber ja. Naja, werden wir schon noch mal eins finden. Ich hoffe, dass wir dann alles ganz ausbauen können. Schade. Zug kommen wir leider nicht mehr. Ein Klopapier kann man auch mitnehmen. Kann man sich sicher was basteln. Jawohl, Pfeile, super. Pfeile. Ziegelstein. Nehmen wir mit. Haben wir noch einen da rein. Der ist schon ganz verbraucht. Da sind wir aufgekommen, okay. Na, dann geht's eh nur mehr da weiter. Da waren wir schon wieder, ja. Passt. Ich muss das Handy weglegen, wenn ich das Handy vor mir liegen habe, dann funktioniert die Steuerung nicht gescheit. Da habe ich rausgefunden, da dürfen sie die Funkstrahlen stören. Okay, da ist wieder was. Okay. Na los doch! Erwischt! Oh oh.
Spruch gemacht. Gewissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Ja, ich bin aber kein Zombie, verdammt. Aber vielleicht glaubst du, dass ich infiziert bin oder so. Geh eine da in den Arm, dann da wirge die. Komm schon, Mann. Es sind eh nur zwei. Hoffentlich. Jetzt hat er ihn, glaube ich, gesehen. Jetzt wird er gleich da. Eieieiei. Also der sieht das schon. Schau her. Aber es bringt dir nichts mehr, mein Freund. Komm, du bist auch tot. Kannst deinen Freund Gesellschaft leisten in der Hölle. Aber da komme ich mit Sicherheit auch hier in die Hölle, weil... Super Pfeil ist nicht hier geworden, weil so viel Leute, wie ich da schon gekillt habe in dem Spiel, ist, glaube ich, kein Platz im Himmel mehr frei. Kann man fast nicht vorstellen. Bin ein böser Mensch. Können wir sich was bauen? Nein. Sprengstoff haben wir zum Schweinefüttern. Boah. Okay, das waren eh nur die zwei. Das haben sie, glaube ich, eh nichts fallen lassen. Nein. Na gut. Dann ganz entspannt. Liegt nur ein Bier herum. Liegt da noch ein Bier herum. Nehmen wir ein Bier mit. Was an lieber ist, ist die Frage, Ziegelstein im Kopf oder Floschen. Okay, das sind nochmal zwei. Haben wir es fast doch das zwei Wengel. Scheiße. Guter Schuss! In den Kopf! Ein kleiner Robin Hood für Böse. Kruze, fix die Steuerung. Ach, warum humpelt er da? Ist das doch nicht Handy oder was? Hein? Unglaublich. Irgendwas packt ihm da nicht. Oh, cool. Ein Dyson Hoover. Ich soll ein wenig saugen da, damit es ein bisschen wohnlicher wird. Jawohl. Sonst liegt da eh nichts mehr herum. Nein. Nein, 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 nein. Ah, lässiges Buffet hat es da mal gegeben. Das dürfte jetzt ein bisschen angestanden sein, da das Essen. Okay, das werden wir wahrscheinlich umschieben müssen. Dann komme ich nicht rauf, ne? Deli-Menü. Was hat es denn da kurz gegeben, hä? Ah, da ist eh Leute. Schauen wir mal, ich möchte jetzt wissen, was da am Menüplan steht. Kann man das lesen? Na. Zumindest die nicht. Oh! Scheiße! Der schaut aber auch schon wegen aus wie ein Zombie. Ja, leck mich doch! Ah! Hol dir die Sprodern, Mann! Die Sprodern! Der, sag einmal... Ich druck eh schon wie ein Irrer! Boah. Okay. Puh! Den hab ich ja voll erwischt, hä? Oh mein Gott! Sie hat den ersten gekillt. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Schimpft das auch noch. War doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Zyniker. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch.
Ich glaube, er will keine Beziehung aufbauen zu ihr, eben weil seine Tochter gestorben ist. Jetzt wehrt er sich damit Händen und Füßen, dass er es mag. Kann ihn verstehen. Da war aber kein Wasser. Bin ich da durchgebrochen, oder wie? Ja. Ja. Der wehrt sich da einfach nur voll. Ah, verdammt. Naja. Es wird wahrscheinlich ein tragisches Ende nehmen, das Spiel nehmen wir mal stark an. So dramamäßig. Naja, was haben wir da? Finanzhighlight des Jahres. Ah, schön. Seminarhotel. Take Dexter and Neville to your mom, sir, don't worry. Okay. Liebe Leute, wir haben uns hier versammelt, um ein Seminar abzuhalten. Wie töte ich Zombies mit einer Weinflasche? Einer leeren. Oder zumindest wie lenke ich es ab? Tja. Wo ist sie jetzt eigentlich? Achso, kommt eh schon wieder. Aha, da geht's auch weiter. Ich denke, da werden wieder ein paar Spiritosen da im Stehen, wenn man sie mitnehmen kann oder so. Okay. Klar, Joel. Junges Mädchen. Die Katze ist gerade ein wenig lästig, muss ich feststellen. Die ist gerade in meinem Aufnahmestudio. Und anscheinend ist das recht interessant, wenn man mit dem Controller was tut. Okay. Zurück zum Spiel. Kein Off-Topic. Was habe ich da jetzt genommen? Okay. Na gut, dann gehen wir da wieder um, ey. Ach. Ah, da liegt auch noch was. Sehr gut. Feinste Ware, können wir wieder upgraden dann. Da haben wir auch noch was. Zeitung für die Alley. Schauen wir uns das mal an. Starlight Savage. Amazonen auf dem Mond. Dann gehen wir wieder zurück. Das macht sie da, sellt gerade einen ab. Alright, was steht da drauf? Was? Scientology? Scientology Seminar oder was? Aha, na dann. Ist sehr gut, wenn die Zombies kommen wollen. Sind. Ist kein Safe oder so? Okay, dann geht's da weiter. Ups. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Naja, schauen wir mal das Klo an, was sich da anspielt. Spiegel sind alle kaputt. Ich weiß gar nicht, ob man sich in den Spiegel anschauen kann. Aber ist egal, wir sind ja nicht der Duke Nukem, der das braucht. Das Frauenklo schauen wir natürlich auch. Das hat er früher nicht dürfen, wie die Welt noch in Ordnung war. Ein Anhänger, wie haben wir da? Golby Red, Reed. Ein guter Mann. Schade. Ich hab mal schade. Alright. Sammeln, sammeln. Okay, Moment einmal, da muss ich glaube ich nachladen. Kann ich da noch 7 Schuss mitnehmen oder wie? Das war schwach. Sollte ich mir upgraden vielleicht. Aber egal. Humpeln wir wieder wegen. Ja, Ziegelstein ist auch schon wieder alt. Okay. Ja, geil.
Haben wir mit zwei Schläge frei, jetzt zahlt sich das ein bisschen aus, auch, weil ein Schlag ist wirklich teuer. Man ist trotzdem super, aber wie gesagt, teuer. Speisesäule. Und das schaut sich noch ganz lässig aus da. Kann er Klavier spielen? Ich kann mir was vorspielen. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Was? Dass er die Zombies zu Tode spielt? Cool. Sie kann es gar nicht anscheinend. Kann man Schlagzeug auch hernehmen. He? Das war ja geil. Oh. Na, schade. Oh. Naja, was haben wir jetzt noch sonst noch Schönes? Ein paar Butellen Wein oder so vielleicht. Survival-Paket. Zack, zack, zack. Wow, unglaublich. Okay. Kann man ein Foto machen, ha? Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Mhm. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... schon gut, Joel. Ganz der Papa. Okay, es wird da oben weitergehen. Ja. Umsonst haben sie da kein Klavier. Kein Klavier herbaut. Als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz Hilf mir doch mal! Du traust? Ellie. Jetzt. Naja, sie ist schon cool, echt cooler Charakter. Na also. Funktioniert's noch? Gehen wir. Okay. Naja. Weiter. Ich glaube, da drüben sind wieder Gegner. Ich glaube, mein Controller ist kaputt oder was. Irgendwie, der zumpelt da herum. Keine Ahnung, an was das liegt. Ich weiß es nicht. Das ist echt ungut. Okay, schauen wir da um, da ist sicher noch was zum Holen. Lauf, Junge, lauf! Hol dir die Extras! Ah. Naja, das können wir eh wieder brauchen jetzt. Haben wir, glaube ich, einiges verbaut. Und beim Plotter haben wir auch einiges verballert und verschossen. Zwei Molotovs. Na gut, da geht's dann in den Speisesaal. 20S, 208. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis gleich.